Hallihallo, da bin ich mal wieder. Heute habe ich wieder die Kamera dabei bei meinem 5-Kilometer-Lauf zur Erholung sozusagen von meinem 15-Kilometer-Lauf vor 2 Tagen am Sonntag. Das Wetter ist ganz okay und ich werde ungefähr 35 Minuten brauchen. Ich versuche so eine 7er Pace zu laufen heute. Ganz entspannt, wie immer. Und ich habe ja jetzt für mich persönlich herausgefunden, dass es nichts bringt, eine 6,30er Pace anzustreben, eine 6er Pace anzustreben. Also 6 Minuten pro Kilometer, das ist für andere noch Schleichtempo. Mein Knie macht das nicht mit. Ich habe es jetzt eingesehen so langsam. Und ich will halt einfach meine Strecke packen, egal in welcher Zeit. Deswegen gehe ich es langsam an. Ich höre gerade, aktuelle Pace 6 Minuten 40. Das ist okay auf 5 Kilometer. Wenn ich heute länger laufen müsste, würde ich langsam. Letzten Sonntag bin ich 15 Kilometer gelaufen. Die Kamera ist zu Hause geblieben, weil das Wetter so schlecht war. Windig und es sah sehr nach Regen aus. Es hat im Endeffekt nicht geregnet, aber ich wollte es nicht riskieren, weil die Kamera nicht wirklich regendicht ist, wassergeschützt. So, Kilometer 2 höre ich gerade. Alles gut. Ich muss mal den Arm wechseln. Ja, wie gesagt, 15 Kilometer letztes Mal war ganz angenehm, schön ruhig, langsames Tempo. Wie gesagt, so werde ich es jetzt in Zukunft immer handhaben. Geschwindigkeit ist mir jetzt nicht so wichtig. Jo. Schaut mal nach vorne. Da geht es gerade weiter. Da ist der Taunus. Die 15 Kilometer waren ziemlich durchwachsen, was das Höhenprofil anging. Zuerst hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch. Also wie es halt hier so im Vordertaunus ist. Und ansonsten waren sie richtig angenehm. Und es war auch mal wieder ein Erfolgserlebnis, auch mal wieder 15 Kilometer zu schaffen. Und jetzt, 2 Tage später, auch wieder laufen zu können. Das war sonst auch nicht immer gegeben, weil mein Knie halt eben überlastet war, wieder durch den Meniskusschaden. Aber bis jetzt geht's. Viele fragen sich wahrscheinlich, warum ich das hier überhaupt mache mit der Kamera, bei fast jedem Lauf zu filmen, die Kamera immer mitzuschleppen. Ich spreche zwar zu euch, zu ihr, sprich, ich erwarte ein mehrköpfiges Publikum, aber im Endeffekt mache ich es nur für mich selbst, um einfach später mal nachvollziehen zu können, nachdem mein Projekt hoffentlich erfolgreich war und ich am 30. Oktober in Frankfurt in der Festhalle durchs Ziel gelaufen bin, nach 42 Kilometern. Ja, wie gesagt, ich will mich hier nicht groß in Szene setzen. Ich mache es hauptsächlich für mich, um später dann nochmal schauen zu können, wie mein Werdegang so war. Gut, 4,5 Kilometer, die restlichen 500 Meter kriege ich auch noch hin. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.